Hi Leute, das Sano hier. Ob Pestilenz, ob Kugelhölle, ob blauer Bildschirm oder die eiserne Lunge oder alle anderen LMGs im Spiel. Ich habe hier ein Bild für euch, in dem alle richtig gut abgehen. Die eiserne Lunge ist noch ein bisschen was anderes. Die ist bei Umbra deutlich besser aufgehoben. Also die kann man definitiv hier auch spielen. Aber man kriegt die Probleme, die die Waffe hat, bekommt man besser in Umbra geregelt. Alle anderen sind hier besonders geil aufgehoben. Ein LMG-Bild, das eigentlich alles hat. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Discord und bei mir auf Twitch vorbei. Und jetzt schauen wir uns das Bild hier mal an. Ja, Project Resolve hat uns ja so einige Updates und Upgrades fürs Spiel gebracht, unter anderem halt auch für viele Waffengattungen. Und LMGs, ne, leichte Maschinengewehre, gehören zu meinen persönlichen Lieblingen, spiele ich sehr, sehr gerne. Und die haben durch die Bank richtig gute Updates bekommen. Ne? Das Stoner LMG und das leise Brüllen mit 20% mehr Waffendamage. Die Blue Screen, blauer Bildschirm mit 10% Waffendamage, genau wie die eiserne Lunge auch 10% Waffendamage, was sie auf dem Papier mit zum stärksten LMG macht von allen. Die Ivy Negev, die Blutrausch und die Kugelhölle 20% Waffenschaden. Von der RPK kaum zu reden und von der L86 Varianten. Die LMGs haben richtig gute Buffs bekommen und ich wollte ein Bild bauen, wo du jedes LMG reinklatschen kannst und das super funktioniert. Viele, die auch gerne, ich weiß, dass ganz viele von euch spielen gerne mit der Pestilenz. Das Bild hier ist auch super dafür. Ihr erreicht damit nicht den höchsten Dot, ne, also den höchsten Tick. Aber
Muss es das? Die Gegner verrecken vorher, bevor die Ticks überhaupt großartig was gemacht haben, sind die schon down, weil der Rest vom Damage einfach so hoch ist. Das gleicht sich vollkommen aus. Also wie gesagt, alle, die Pestilenz lieben, die werden hiermit glücklich. Und jedes andere LMG könnt ihr, wie gesagt, hier auch drauf klatschen. Wo wir direkt mal, bevor wir ins Detail gehen, was das Bild angeht, uns die Spezialisierung angucken. Und hier ist der absolute No-Brainer für LMGs, einfach der Richtschütze. Sei dahingestellt, was der Richtschütze sonst einem gibt. Ne? Jedes dritte Nachladen 50% schneller. Das ist natürlich super bei LMGs, die eh in der Regel ein bisschen länger brauchen, um nachgeladen zu werden. Und die Munition, die man bekommt und die Feuerrate, die sich nach einem Kill für 5 Sekunden erhöht. Es ist einfach eine der stärksten Spezialisierungen im ganzen Spiel. Aber was natürlich geil ist für ja, benannte LMGs und für normale LMGs, die man nutzt, die große Munitionstasche. Ist größer als die Standardtasche und passt an alle Waffen mit Munitionsgut, Zuführung. Und das sind 50 Schuss mehr. Man braucht es nicht unbedingt, besonders wenn man hier mit einer GR9 spielt, die eh schon 200 Schuss drin hat. Ob man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, das ist schon echt brutal. Und da noch 50 drauf. Man hat halt Optionen hier. Man hat richtig gute Optionen. Und da ist, wie gesagt, der Richtschütze absolut passend. Außerdem hat er mit einem der besten Impulsgeber im ganzen Spiel, wie ich finde. Todesfee-Impuls ist einfach mega nice, sehr geil CC-mäßig für die Gruppe und rettet einem so hin und wieder mal echt den Arsch. Ja, richtig coole Fertigkeit. Ne? So, gehen wir mal ins Bild über. Seht ihr schon hier, dass wir, ich habe hier einen heiligen Gral gefunden. Tatsächlich, ich hab ihn gecraftet. Ich habe sonst nicht so Glück, aber hier tatsächlich, ich hatte schon Angst beim Craften, weil ich bin Lengmo ein bisschen gelaufen und dachte, komm, versuchst du dein Glück und eventuell kriegst du einen, aber die Chance war halt recht gering. Da habe ich gesagt, komm, gehst du an die Crafting-Station und craftest dir das Ganze. Und ich hatte hier tatsächlich, ich musste echt auf Holz klopfen, beim zweiten Craft habe ich das Baby hier rausgezogen. Und das ist halt echt krass. Lengmo kommt halt immer mit einem Rüstungskern. Das heißt, alle anderen Attribute plus das Talent müssen stimmen, wenn ihr voll offensiv unterwegs sein wollt. Hier ist natürlich entweder vernichtend oder Glaskanone ist sehr, sehr geil. Erhöht euren Waffenschaden hier mit vernichtend oder verstärkt ihn mit Glaskanone. Dann bekommt ihr natürlich ein bisschen mehr Damage. Je nach Spielstil, wenn man das möchte. Eins von den beiden passt wunderbar. Also kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Farmt euch den Kram. Versucht den so zu bekommen. Wenn ihr den erstmal nicht bekommt, ist er nicht schlimm. Wie gesagt, dann habt ihr halt oben den Rüstungskern, habt ein bisschen weniger Damage und etwas mehr Rüstung, aber die bringt ja auch nicht so viel. Dreh- und Angelpunkt, wie gesagt, sind drei Teile Lengmo. Die 20% Sprengsatzwiderstand sind nice to have. Auch die Fähigkeiten Lebensenergie, ja, ist nice to have. In dem Fall hier könnt ihr natürlich schauen, ob ihr entweder ein Geschütz mitnehmt, das ihr irgendwo aufstellt, wo die 25% Fähigkeiten Lebensenergie von profitieren, dann steht es natürlich länger. Oder eure Stürmerdrohne, die auch unterwegs ist, um die Gegner ein bisschen abzulenken, profitieren wir davon. Ne? Wichtig sind hier 30% LMG-Schaden. 30% LMG-Schaden ist absolut krass, nur für LMGs. Das sind zwei komplette Waffenkerne, die wir hier bekommen. Zusätzlich, da sind wir ja noch nicht am Ende. Wir haben, ihr seht die drei Teile, ich zeige euch kurz die anderen noch. Ne, da gehen wir gleich hin. Gehen wir kurz zu den Handschuhen. Die Dienstleister-Handschuhe, auch ein absoluter No-Brainer für LMG-Builds. 10% LMG-Schaden, wo wir schon bei 40% extra Schaden nur für LMGs sind. Alleine über die Ausrüstung. Das ist richtig nice. Petrov Defense, Dienstleister-Handschuhe dürften die meisten von euch haben. Die kommen nativ mit 8% Rüstungsschaden, was eh nice ist. Draufgewürfelt seht ihr hier die Stats. Gehen wir weiter zu dem nächsten Puzzleteil und das sind die Gebet des Fuchses Knieschoner. Allein durch die 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele, die sind unverzichtbar und einfach ein extrem guter Damage Boost. Gewehrschaden ist halt, braucht man halt nicht wirklich. Aber die fallen halt, wie gesagt, durch den Schaden gegen ungedeckte Ziele, fällt er nicht ins Gewicht. Unser nächstes Teil ist die Coyote-Maske, richtig, richtig geil für einen selbst und fürs Team. Ja, mit dem Talent Rudelinstinkte, sie und alle Verbündeten einen Bonus erhalten, der auf der Entfernung des zuletzt getroffenen Gegners beruht. Je weiter entfernt der Gegner ist, desto mehr kritische Trefferchance bekommt man. Je näher der Gegner ist, desto mehr kritischen Trefferschaden bekommt man.
Richtig, richtig cool. Und je nachdem, wenn man mehrere Leute in der Gruppe hat, die eine tragen, kann es sein, dass man alle drei Buffs gleichzeitig hat. Das ist absolut brutal. So, schauen wir uns den Holster noch an. Hier, den musste ich mir auch craften. Da hatte ich tatsächlich auch kein Loot-Glück. Den auch komplett auf Rot-Gold mit Chance und Schaden durch. Und dann kommen wir zum Rucksack. Und der Rucksack, der ist bei mir auch noch ein bisschen verbesserungsbedürftig. Wo ich gern statt Waffenhandling, obwohl es jetzt nicht, obwohl es okay ist, ne, dass Waffenhandling drauf ist, hätte ich halt da trotzdem noch gerne Schaden durch kritische Treffer drauf, dann wäre es auch ein absoluter heiliger Gral. Weil Rückgrat, der benannte Lengmo-Rucksack, kommt mit perfekte unaufhaltsamer Kraft. Das Töten eines Gegners erhöht den gesamten Waffenschaden 15 Sekunden lang um 7%, kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Brauche ich euch nichts sagen, das ist absolut brutal. 35% mehr Waffenschaden ist richtig, richtig cool. Tötungen mit einer Granate, obwohl ich das nie wirklich gemacht habe, Tötungen mit einer Granate fügen 2 Stapel hinzu. Braucht man nicht wirklich. In dem Fall hier haben wir eh deutlich bessere Granaten am Start über die Spezialisierung. Da die Kampfschaumgranate, die ist eh richtig gut. So, wie gesagt, auch der Lengmo Rückgrat-Rucksack, der kommt mit einem Rüstungskern. Das heißt, da müsst ihr auch ein bisschen farmen. Zum Glück droppt Rückgrat plus die benannte Brust Zimmermann, wenn ihr Lengmo spielt, eigentlich sehr, sehr oft. Ich weiß nicht, was da los ist. Da muss ein Fehler sein. Das ist droppt wie Sand am Meer. Das ist echt krass. So, auf jeden Fall, wie eben erwähnt, die Skills habe ich entweder die Drohne oder das Geschütz. Ist komplett egal, was ihr da nehmt, um Gegner abzulenken. Könnt ihr auch was ganz anderes nehmen, ne? Aushalten Schild, das könnt ihr bei LMGs nicht benutzen, das macht da überhaupt keinen Sinn. Ansonsten halt, wie gesagt, der Todesfee-Impuls, absolut bestes Ding. So, die Waffen, hat man ja schon am Anfang angesprochen, absolut egal, welches LMG ihr nehmt. Ihr könnt GR9 nehmen, was ich euch empfehle, die muss ich noch. Mit flinke Hände zum Beispiel, sehr, sehr geil. Oder strapaziert, geht auch sehr, sehr geil. Die blaue Bildschirm ist auch richtig, richtig stark durch die Buffs, die ihr nutzen könnt. Die eiserne Lunge geht richtig gut. Wo sie halt in dem Umbra-Bild, ich hatte es ja schon erwähnt, im Umbra-Bild geht die richtig auf. Die Pestilenz könnt ihr super spielen. Die Kugelhölle könnt ihr super nutzen. Die Big Show geht gut. Also egal, was ihr nehmt, obwohl perfekter Donnerschlag, so, ja, nicht ganz so nice. Ne, vergesst die Big Show. Die Black Friday geht richtig gut. Blutbad in einer entsprechenden Gruppe, wenn ihr noch jemanden habt, der aktiv die Direktive-Set spielt. Gute alte Zeit, richtig, richtig cooles LMG. Mutprobe, neue Verlässlichkeit, die RPK-Reihe, absolut geil. Die Sleipnir, auch ein ultra krasses Biest, könnt ihr auch super nehmen. Deswegen, da sind euch, habt ihr komplett freien Raum. Wenn ihr LMG-Builds mögt, kommt ihr hier nicht drum rum. So, wir gucken noch kurz auf die Werte und sehen hier, dass wir mit dem GR9, was ich habe, sind wir bei 54,1 und 119,6 Schaden durch. Den Rest seht ihr hier. Die Werte sind ungefähr gleich bei denen, dass ihr so nah an die 50% kommt, mit egal welchem LMG ihr spielt. Bei den exotischen muss man halt gucken, was die für exotische Talente, Mods oben drauf haben. Aber ansonsten seid ihr so definitiv safe. Plus die Buffs, die ihr eh bekommt über die Coyote-Maske, ne? Deswegen passt es. So, die restlichen Stats hier. So, kurz unten am Schießstand gehen wir auch noch mal kurz auf die ganzen Stats an. Ihr seht, dass ich das Event aktiv habe gerade, aber das interessiert hier unten im Dingens nicht. Spielt sich auf jeden Fall sehr, sehr nice, auch das Bild mit dem Event-Polaritäts-Switch, weil ihr halt, ne, wenn ihr 2 LMGs drin habt, ihr könnt schön zwischen den LMGs hin und her switchen, besonders wenn die viel Munition haben, braucht ihr da nicht großartig irgendwie nachladen und so, weil ihr killt die entsprechenden Gegner mit der entsprechenden Polarität und eure Waffe wird direkt wieder nachgeladen. Spielt sich richtig gut so. So. Auf jeden Fall seht ihr hier, dadurch, dass wir vernichten, muss ich das aufbauen. Haben wir jetzt voll. Und dann haben wir halt, klar, nach jedem Kill baut sich halt perfekte, unaufhaltsame Kraft auf. Blue Screen geht richtig gut hier. Extra einen benannten Gegner geholt, der braucht ein bisschen mehr. Die lädt doch schön schnell nach. Ja, jetzt haben wir den Buff aktiv und jetzt könnt ihr richtig Gas geben.
Das ist ein richtig cooles LMG-Bild. Hier, ja gut, das der Vorteil an der Bluescreen hier. Ihr könnt ja ganzen Gegner markieren. Nutzt dann einen Skill und haut dann hier die Statuseffekte drauf, ne? Ja. Ja, sehr cooles Ding. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Haut mir in die Kommentare, ob ihr auch gerne LMG-Builds spielt und was ihr persönlich hier von dem LMG-Build haltet. Und ich sag, bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Anschauen und macht's gut. Bye.